Perfekte Filme über perfekte Verbrechen. Das wird meine neue Serie hier. Ich versuch's mal. Heute geht's um Inside Man. Ein Film, den habe ich also ein paar Mal gesehen und ich finde ihn immer noch genial. Das ist ein Film, es geht um einen Banküberfall. Clive Owen spielt mit, das muss ich gerade schauen. Denzel Washington, Judy Foster, Christopher Plummer, Willem Dafoe. Also, das könnte was werden. Ist auch eine, habe ich schon gesagt, das ist ein geiler Film. Und zwar deswegen, weil man es natürlich am Anfang nicht rafft und der Twist quasi wirklich bis zu Ende aufgehoben wird. Und jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, Banküberfall, Twist. Da rennen Leute in die Bank rein, schießen wild um sich und nehmen eine Geisel oder so. Ja, aber der Film ist witzig auch in einer anderen Kategorie, deswegen empfehle ich ihn auf jeden Fall. Er hat Ähnlichkeit mit der Art von Filmen, da muss ich jetzt wieder kurz an Passwort-Swordfish denken. Er fängt damit an, dass jemand was erzählt. In dem Fall ist es Clive Owen, der was erzählt. Und eigentlich sagt er einem am Anfang auch schon alles. Man hat aber keine Chance, es zu raffen. Und im Nachhinein, wenn man am Ende des Films den Anfang nochmal anguckt, dann wirkt er völlig anders und jetzt möchte ich nicht viel mehr verraten. Um was geht's? Jetzt spoilerfrei, also davon gehe ich jetzt mal aus, wieder die ersten 20 Minuten sind einigermaßen okay. Ja, die rennen eine Bank rein und man versteht's nicht, weil eigentlich stellen sie sich irgendwie tappig an, sind aber super relaxed. Wie gibt's denn das? Weil, da kommt die Polizei und warum ziehen die ganzen Geiseln um? Und wie gesagt, mehr möchte ich jetzt nicht verraten. Judy Foster spielt eine unsympathische Figur, die mit der ganzen Sache vertraut wird oder betraut wird, aber eigentlich auf der dritten Seite. Ne? Es gibt die Räuber, es gibt die Polizei plus Verhandler, das ist Denzel Washington, und es gibt dann noch so eine dritte Partei. Ich muss ein bisschen vage bleiben, weil ihr nehmt euch sonst was. Das ist tatsächlich ein Film, wo man diesen Wow-Moment, den muss man sich aufheben. Und an dem arbeiten sie auch eine Weile dann rum. Es gibt noch ein paar andere Filme in dieser Kategorie, aber es ist einer der wenigen, wo ich immer wieder Spaß habe, ihn zu gucken. Also sowieso, das letzte Mal ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her wahrscheinlich. Ja, müsste hinkommen. Und wo ich es auch, selbst wenn man den Twist weiß, wieder bewundere, weil man es dann rafft, wie sie es einem eigentlich sogar wieder angedeutet haben. Wie soll ich euch den Film noch weiter schmackhaft machen? Eigentlich gar nicht. Guckt es euch an, habt Spaß dran. Es ist kein Actionfilm, ja. Er lässt sich auch Zeit, der geht 2 Stunden irgendwas. Ist heute schon wieder fast slow. Aber man hört es oft, wenn man mit Leuten einen Film guckt, die ihn noch nie gesehen haben, dann so, am Anfang, das ist ja ein Banküberfall, ist ja langweilig, nie, ja. Aber wenn es sich dann entwickelt, dann entwickelt sich's gut. Jetzt gehen wir in den Spoilerbereich. Ich blubber ein bisschen was vor mich hin. Aber auch da, nein, da werden wir leider über den Twist kurz reden müssen. Also schaut's ihn euch an. Ich möchte gar nicht viel mehr sagen. Ich habe nichts an diesem Film zu bemeckern. Und das habt ihr auf diesem Kanal relativ oft. Gut, also zum Spoiler. Ganz am Anfang, ne? Man denkt ja, er sitzt im Gefängnis und erzählt, wie das Verbrechen passiert ist. Aber wenn man genau hinhört, dann sagt er eben nur, er war eingeschlossen. Eingeschlossen war er natürlich, weil sie eine zweite Mauer in diesen Abstellraum oder was reingemauert haben, weil er alle Geiseln, die sie so genial durcheinander gewürfelt haben. Und die haben die alle das gleiche anziehen lassen, Masken aufsetzen lassen und immer wieder in den Zimmern hin und her. Nachher wusste keiner mehr, wer Geisel ist und wer Geiselnehmer. Und natürlich werden die durchsucht beim Rauskommen. Logisch. Wie kriegen die Beute raus? Wie viel es auch immer ist, indem er sich versteckt und dann, wenn alles vorbei ist, dann rausrennt. Und das Gaggige ist, er erzählt einem auch und auch während dieser Vorbereitungsarbeiten, weil sie suchen ja den Kanal. Warum suchen sie den Kanal? Man versteht es gar nicht. Ich habe erst gedacht, wollen die über den Abfluss die Beute rausbringen? Nie. Sie haben ihm ein Klo gemacht. Und irgendwo machen sie ja auch diese Andeutung, er wird ziemlich nach Fäkalien riechen und so weiter. Genau deswegen. Sie werden das natürlich alles im Nachhinein aufklären. Und hier ist auch der Punkt, wo ich als einziges ein ganz kleines bisschen ein Problem habe oder was man kritisieren könnte. Wenn man so eine Zwischenwand einzieht und dann auch noch farbig richtig passend macht, das kriegt man einigermaßen trocken, aber das riecht man nach einer Weile. Also da müssen sie sich schon ganz arge Mühe geben. Hätte man vielleicht, hätte man es erwähnt, dann hätte man es schon wieder gerafft. Ne? Also sie wollten ja eigentlich Zeit gewinnen. Also insofern ist das Ganze schon wieder glaubhaft,
dass alles, was sie da abziehen, das ganze Übliche mit, wir brauchen ein Flugzeug, und jeder wusste das. Also das ist der Punkt, wo man eigentlich, wo die eine Hälfte der etwas moderner angehauchten Filmegucker schon wieder weg ist, weil jetzt das Übliche mit Flugzeug und nimmt eine Geisel und ja, genau. Also im Prinzip wie Speed oder was war das denn, Speed? Ja, ich glaube. Ja, ich möchte jetzt gar nicht mehr verblubbern. Und am Ende des Tages hat er natürlich die Diamanten und ja, diesen MacGuffin, wo wir nicht ganz genau wissen, was es ist, aber das war eigentlich das, was er wollte mit seinen Kumpels zusammen. Und dann rennen sie raus und er kann sich's natürlich nicht nehmen. Und das ist eine Szene, die ich liebe, dass er dem Denzel Washington den Diamanten in die Tasche steckt und er im Nachhinein rafft, was wann passiert ist und wer eigentlich der Gauner war. Mutig und eine Szene wirklich, die macht den Film noch ein bisschen besser. Wobei Denzel Washington da irgendwie in dem Film noch ein bisschen, er wirkt ein bisschen gemächlich, aber das ist geplant. Ne? Man sieht es ja auch, wie er angelegt ist. Ne? Er hat ein bisschen Dreck am Stecken und so weiter und so weiter. Gut, ich habe noch ein, zwei, drei Filme dieser Kategorie. Und das Blöde ist halt auch wirklich, man kann nicht viel über sie erzählen, ohne den Film zu verkacken. Wenn ihr andere wisst, ich hätte noch, ich sag's auch mal, über was wir demnächst reden. Wir werden noch über Bankjob reden. Wir werden über Das perfekte Verbrechen reden. Irgendwann, das muss jetzt nicht sofort sein. Da war noch irgendeiner, aber der fällt mir dann auch bei Gelegenheit wieder ein, wenn ich ihn geguckt habe. Banküberfälle finde ich sowieso total spannend. Also, über der Clou haben wir schon mal geredet, wenn ich mich so richtig erinnern kann. Also, ich weiß, in der Kategorie der Filme, die man gesehen haben sollte, ist der Clou auf jeden Fall relativ weit oben, weil er im Prinzip eigentlich der Vater aller Ich-leg-dich-rein-Filme ist. Okay, lassen wir es mal für heute dabei bewenden. Machen wir mal ein Quickie draus. Dann würde ich mal sagen, schaut den Film an und dann sehen wir uns unten in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.